meine lieben Freunde und willkommen zu einer Runde The Wolf, The Red Hood, The Ares. Okay, normal, ich habe das Spiel damals mal, oder sagen wir mal, vor jetzt mittlerweile ist es ja fast 2 Jahre her, also 2014 auf der Gamescom gespielt. Hat mir sehr gut gefallen, besonders diesen Dark Knight Stil, aber den Rest werdet ihr jetzt im kleinen Mini-Gameplay sehen. Viel Spaß dabei. My name is Red Riding Hood. I have no father, no mother, no fear. An itching urge for vengeance is what brought me here. My father died in a work accident 4 years ago today. Well, I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers, and for the man who ruined my life, B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale. Because there is nothing fair about it. Ziemlich düster. I arrived 14 days ago and sought a place to hide. An old woman rented me this dusty attic. I hadn't set foot in Ulrica since I was about 8 years old. I heard about its downfall from the papers father brought home and the stories he then told. Though we lived in the forest, Father came to work here every single day and witnessed this once blooming city wilt and fade away. Okay. Today is a big day, for after 2 weeks of exploration, I'm off to break into the city archives and retrieve some information. I'm not after a bloodbath. I want justice. So fingers crossed I get there without getting noticed. Ja, dann würde ich mal sagen, auf, auf. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. I promised to come back soon with answers and with B.B. Wolf's blood on my hood. Ah, die Tür öffnet sich. Wollen wir mal nach draußen? How this place has changed. The curfew cleared the streets and drapes went down along with the sun. B.B. Wolf's iron fist was like a punch to Ulrica's face, bruising the memory of his late father's reign and the city's glory days. Also ich muss ehrlich sagen, gegenüber damals zur Gamescom-Version hat sich hier von Design her einiges getan. Und es sieht auch recht sehr schön aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Ah, wir müssen schleichen. Jetzt ging an sich schon alleine die Einleitung oder sagen wir mal das Intro so lange, dass ich sagen würde, falls ich es jetzt nicht auf Facebook hochladen kann. The only faces in Ulrica today are the ones on these posters. Hundreds of girls gone missing. Hundreds of families cut apart. Dann lade ich das Ganze auf YouTube hoch. Base Life Gaming. Ach komm, ich würde dich auch gerne anketten, Mädel. Das ist ja nicht das Schlimme. Autsch. Ihre schönen Beine. Autsch, da hat mich das nächste erwischt.
Over time, tin replaced flesh and blood. In the factory as well as in the streets, driving families into poverty and honest men to dishonest deeds. All this tree climbing as a kid finally paid off. Ja, nee, ist da klar. Komm, tanzt mir den Waver, Leute. Okay. So, you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Ich könnte, glaube ich, Stunden stehen bleiben, um mich über die Jungs da lustig zu machen. Okay, und weiter. Und hep. Und hep. Ja, das ging doch schon mal ganz gut. Das Design an sich von dem Spiel her finde ich klasse. Hat ein sehr schönes Design, auch die Lichteffekte und so. Also für so ein kleines Spiel gefällt mir echt gut. Okay, damit wäre Part 1 geschafft und ich würde mal sagen, ab hier an beenden wir das Ganze. Und ich würde mal sagen, ja, wenn ihr mehr von Wolfes sehen wollt, dann liked doch das Video oder lasst ein kleines Kommentar da. Ansonsten, damit ihr nichts mehr verpasst, abonniert Rip Brother Anubis and Friends. Ansonsten Base Life Gaming. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.